So, da sind wir wieder bei Twine 2. Bevor wir jetzt hier den normalen Weg weitergehen, will ich erstmal hier unten weiter umsehen. Hier scheinen ja noch einige Sachen zu sein. Was euch vielleicht auch noch aufgefallen ist, im Gegensatz zum ersten Teil, wir finden keine Gegenstände mehr. Also es gibt keine... Es gibt zwar noch Secrets zu finden, aber das sind dann halt nur Artworks und Kindergedichte und sowas. Ja, genauso wie das hier. Das Tal der Sümpfe. Meine Schwester und ich ein Geheimnis bewahren. Ich lieb sie so doll, nun schon seit 8 Jahren. Ja, genau. Solche Gedichte finden wir und komische Artwork-Bilder. Aber natürlich auch Erfahrungsfiolen, die sind wichtig. Die sind hier sogar noch ein bisschen wichtiger als im ersten Teil, weil wir halt nicht so viele Erfahrungspunkte pro Stufen aufspielen. Was ist nur aus dem magischen Talisman geworden, mit dem wir unter Wasser atmen konnten? Ich glaube, den hat jemand versetzt. Und ja, da spricht Soja es gerade an. Wir hatten ja so einen Talisman, mit dem wir unter Wasser atmen konnten. Hallo. Ah, jetzt. Ach, das sind ja ganz gemeine gewesen. Die waren doch festgemacht. Deswegen konnte ich sie nicht runterschießen. Ah, schon wieder so einer. Aua. Einer von vorne, einer von hinten ist unfair. Auch noch sowas machen. Nicht mit mir. Innen mal schön hinten anstellen. Da oben ist auch noch einer, der bedient werden will. Zwei sogar. Und der eine schubst seinen Freund gnadenlos in den Tod. Und du willst auch? So. Da kommt noch einer. Langsam habe ich das mit dem Kämpfen auch im zweiten Teil ein bisschen raus. Wobei das mit denen hier noch wirklich einfacher von der Hand geht. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte gern da hoch. Oh ja, lassen wir die Goblins auch ihren Spaß haben. Jedenfalls sieht das so aus, als hätten sie ihren Spaß. Ich möchte gerne die beiden Fiolen einsammeln. Und dem Goblin da in den Rücken schießen. So, und die von seinem Leiden erlösen. Hilfe. Ja. So, genau. Diese Totems da sind nicht besonders stabil. Da sollte mal einer von der Bauaufsicht kommen. So wie der letzte zum Beispiel, der jetzt gerade zusammengebrochen ist. Nicht wirklich stabil. So, gibt es hier unten was außer dem Safe Point? Nicht wirklich. Brichst du runter? Nein, du knackst nur an. Du brichst aber runter. Bist du eine Kiste, in der was ist? Nein. Du bist nur eine Kiste, die kaputt gehen kann. Hier oben ist auch nichts Besonderes. Dauert diese Goblin-Bogenschütze, der nicht auslacht. So. Jetzt muss ich hier runter. Das lässt wegschießen.
Da kann ich mich nirgendwo langhangeln. What? Das war in die Stacheln. Das ist jetzt wieder mein Job für den Magier. Da war die Planke nicht lang genug. Da geblieben. Das war auch nicht so das Wahre. Wir können ja insgesamt nur zwei Gegenstände haben. Deswegen muss ich aufpassen mit den Kisten. Nochmal, wir haben, können es uns ja leisten, da wir unendlich Mana haben. Nein, da geblieben. Mist. Okay, so wahrscheinlich auch eher nicht. Vielleicht eher mit dem Ding hier. Na, auch nicht so wirklich das, was ich erreichen wollte. Jetzt muss ich gerade überlegen, was mache ich hier jetzt genau. Jede Luftblase wird darüber gepustet. Okay, so komme ich da oben jedenfalls nicht hin. Mit einer Kiste schon eher. Oh nein, die Planke hat vielleicht auch von hier nicht. Aber mit der Kiste vielleicht. Nein. Auch nicht so wirklich. Kann ich noch ein Tick verschieben, die Kiste? Ja, kann ich. Komme ich wieder rüber. Lässt er mich nicht. Oh, aber vielleicht lässt er mich das hier machen. Genau. So, jetzt haben wir auch das erlebt. Und das hier. Wie kommen wir da weiter? Hierfür brauchen wir vielleicht das Rohr hier. Oder den schweren Stein, der wäre vielleicht nicht versetzbar gewesen. Nein, also das ist auf jeden Fall nicht richtig, was wir hier gerade machen. Ich glaube eher, dass es der Stein ist, den ich da drüben ins Wasser geschmissen habe. Oder da drüben. Wow, der macht richtig Erdbeben. So. Komm, Steinchen. Ach, jetzt kapiere ich das erst. Wir sind zu groß, um da durchzukommen. Okay, dann muss der Dinger hier leider weg mal. Wir sind einfach nur zu groß, um da durchzupassen. So, jetzt aber so runter mit dir und Dankeschön. Da bist du definitiv falsch.
Komm, puste, puste, wir wollen da rüber. Na, das war nicht genug gepustet. Pusten. Jetzt müssen wir hier die Zeit abpassen. Ja, genau, auf den da drauf. Und hier rüber. Sehr schön. Wieder die los, hier verprügeln. Der eingefrorene kriegt was mit dem Hammer auf die Nase. Und noch einer. Ein Bogenschütze da oben. Und da hinten ist auch noch mal einer. Und ach du meine Güte, das sieht übel aus. Hier müssen wir diesmal definitiv ausräuchern. Der Hebel öffnet da das Ding. Was macht der Hebel? Oh, wieder ein Secret. Ja, das sieht nach einem geheimen Bereich aus. Und was haben wir hier? Ein Sammlergemälde. Ja, vom Sumpf haben wir gefunden. Gut. Stufenaufstieg. Ein Punkt wollen wir nichts geben. Weil ich will weder tarnen noch Monster schweben lassen, noch den Hammer werfen. Vorerst mal nicht. Schwerkraftreduktionsfeld mit Metallmagnetisierung. Ah ja, toller Zungenbrecher. Na gut. Noch die Erfahrungshürde da rausholen. Da müssen wir noch irgendwie... ich war gerade oben. An die rankommen. Was macht der Hebel jetzt nochmal? Eigentlich nichts mehr. Okay, dann ist der Hebel hier zum Öffnen des Tores. Wir haben einen ganzen Tag in diesem Dreck verbracht. Ach, und ich habe ihn an meinem Saum. Oh, ist das ein schöner Ort. Hallo? Und die Blume spricht mit uns. Diese Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Natürlich, Frau Blume. Findet meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Na ganz toll, da spricht eine Blume. Suchen wir nach einer anderen Blume? Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir. Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Ja, warten wir mal ab. Und gehen gleich ins nächste Level. Diese Blume hätte uns mehr erzählen sollen. Ist doch einfach. Wir suchen ihre Schwester. Ja, führen wir eine Befragung bei allen Blumen im Wald durch. Das klingt jetzt ein bisschen nach Sarkasmus von unserer Diebin. Etwas riecht hier falsch. Diese Gaswolke, sie stinkt nach Tod. Bleibt besser weg von ihr. Ja, da hat Soja wohl recht. Das da unten sieht ungesund aus. Und ich habe vergessen darauf zu achten, dass das schon wieder solche... Wegklapp-Dinger sind. Also sie spuckt dreimal, dann macht sie Pause.
Können wir das hier nicht wieder austricksen, wie im ersten Teil auch? Nein, können wir leider nicht. So, hier rüber schnell und wieder heilen. Und dann müssen wir hier durch dieses sumpfige, morastige Zeug. Da oben gibt es auf jeden Fall schon mal was. So, und jetzt können wir auch da oben ran. Sofern wir nicht auf dem Goblin hier landen. So, jetzt aber. Oh, hier sieht's lustig aus. So, erst einmal die Fiole. Dann an die. Aua. Da hat's Pontius erwischt. Also gehen wir erstmal wieder hier runter am besten. Und machen an dieser Stelle nochmal einen Cut. Bis gleich.